Es tut mir leid, ich habe schon zu viel gesagt. Sprecht mit dem zweiten Rat seiner Rat. Ja, wir sind schon unterwegs. Der steht hier mitten in der Pampa. Im Dunkeln. Ist ja gut dunkel. Danke, dass ihr gekommen seid. Ja. Ihr habt schon so viel für Ravenfels getan und ich will euch nicht noch mehr aufbürden. Aber ich kann nicht riskieren, dass Ratsherr Morwein getötet wird. Hä? Er ist in Lebensgefahr? Wie kann das sein? Die Familie Uhlen aus dem rivalisierenden Fürstenhaus Hellalu hat es auf seinen Kopf abgesehen. Mhm. Und warum wünschen die Uhlen seinen Tod? Das ist eine Privatsache. Sagen wir einfach, sie wollen die Hinrichtung eines Familienmitglieds rächen, die Ratsherr Morwein persönlich angeordnet hat. Das Problem ist, dass ich keine belastbaren Beweise dafür habe, dass sich unter uns ein Angehöriger des Hauses Hellalu verbirgt. Nur meinen Verdacht. Wenn ihr nach Himmelsrand wollt, komme ich mit. Auf Solzheim war ich jetzt lange genug. Tja, müssen wir uns jetzt entscheiden, für eine Seite oder wie? Ich sag mal, eure Bedenken scheinen gerechtfertigt zu sein. Durchaus. Aber das heißt nicht, dass sie auch ernst genommen werden. Ratsherr Morwein denkt, ich sei zu misstrauisch. Ich habe Angst, dass ich eines Tages aufwache und er tot ist. Ich will nicht, dass es so weit kommt. Ihr glaubt, es gibt bald einen Angriff auf den Ratsherrn? Ja. Ich habe von meinen Quellen erfahren, dass sich in Ravenfels bereits bestimmte Elemente des Hauses Uhlen, nämlich Haus Hellalu, aufhalten. Warum habt ihr deswegen nichts unternommen? Ravenfels ist ein kleiner Ort, da ist es nicht gerade einfach, hier etwas im Geheimen zu erreichen. Wenn auch nur einer von ihnen zum Haus Hellalu gehört, wüssten sie über jeden meiner Schritte Bescheid. Hm. Was werdet ihr tun? Euch hierher zu bestellen war Teil meines Plans. Ich hatte gehofft, ihr würdet für mich Nachforschungen anstellen wollen. Wie kann ich helfen? Ich wusste, dass ihr mich anhören würdet. Wo soll ich anfangen? Ich brauche euch als meine Augen und Ohren. Durchsucht Ravenfels und rottet diese Verräter mit Stumpf und Stiel aus. Am besten bei Geldi Sadri, drüben im spuckenden Netz. Wenn er euch irgendwelche Hinweise gibt, überprüft sie, bevor er mich davon in Kenntnis setzt. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Ihr erwähntet eure Quellen. Ich habe noch immer ein paar Kontakte in verschiedenen Dunmeersiedlungen in Tamriel. Die meisten entstammen dem Haus Redoran, einige aber auch anderen Häusern. Warum bittet ihr sie nicht? Ihr sie nicht, der Sache nachzugehen. Die meisten meiner Kontaktpersonen leben weit von Solzheim entfernt. Wir können nur gelegentlich eine Nachricht entsenden, die dann auch beantwortet wird. Und selbst das dauert oft Monate. In Zeiten wie diesen sind alle Informationen für das Überleben des Hauses Redoran von entscheidender Bedeutung. Aha. Was könnt ihr mir über das Haus Hellalu erzählen? Verräter, der ganze Haufen. Ihre Zusammenarbeit mit dem Kaiserreich brachte ihnen zwar beispiellose politische und wirtschaftliche Macht, aber ihre Herzen schlugen nicht für das Volk der Dunmeer. Ich schätze, das war ihr Untergang. Hellalu hat jeden Funken Hass verdient, der ihm widerfahren ist, nachdem das Kaiserreich seinen Griff um Morrowind gelockert hat. Aufgrund ihrer alten Bande zum Kaiserreich wurden sie zu den Sündenböcken für das Leid der Dunmeer. Was geschah darauf mit Haus Hellalu? Sie haben das Kaiserreich mit offenen Armen empfangen und davon profitiert. Wir begegnen hier draußen nicht. Am Ende waren sie nicht mehr als großes Haus anerkannt und wurden aus dem Rat verstoßen. Ich komme mir aber bekannt vor. Warum hassen die Dunmer das Kaiserreich? Während der Oblivion-Krise öffneten sich auf ganz Morrowind Portale ins Reich des Vergessens. Das Kaiserreich zog den Großteil seiner Truppen aus Morrowind ab, um die Portale in ihre Heimat zu schließen und ließ uns praktisch wehrlos zurück. Damals besaßen wir kein stehendes Heer, nur unorganisierte Widerstandsnester. Wie haben die Dunmer das überhaupt überlebt? Haus Redoran übernahm die Führung und bewerkstelligte nach und nach den Aufbau einer Armee. Es dauerte zwar Jahre, aber ihre Stärke war nicht zu unterschätzen. Als Jahre später die Argonier einfielen, konnte die Armee von Haus Redoran verhindern, dass sie ganz Morrowind überrannt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Haus Redoran die Dunmeer buchstäblich vor der Auslöschung bewahrte.
Na gut. Keine Sorge. Ja, das sagst du so. Keine Sorge, Spionen geht's dreckig, wenn die erwischt werden. Wenn ich irgendwie helfen kann, lasst es mich bitte wissen. Also in die Kneipe. Da mal nachhaken. Das wird eine Massenschlägerei geben hier. Ich arbeite. Wenn ich irgendwie helfen kann, lasst es mich bitte wissen. Ja, renn mir nicht hinterher. So. Ich schätze mal, hier sitzen irgendwo ein paar Typen rum. Ah, da ist er doch schon. Da sind aber einige hier. Viele Gäste heute. Ihr seid auf dem richtigen Weg, seit ihr die Minen wieder geöffnet habt. Verderbt es euch nicht. Ich hoffe doch nicht. Willkommen im spuckenden Netz. Hier gibt es den besten Soyama, der euch je über die Lippen kommen wird. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Scheinbar wird der Schmied oben in Skaldorf vermisst. Wir sollen die Augen aufhalten. Was? Wie der Schmied im Skaldorf wird vermisst? Genau der soll mir das Rezept verraten. Egal, da gehen wir als nächstes hin. Adril Arano sagt, ihr könntet mir vielleicht helfen. Sieh an. Adril hat jetzt einen Spion, wie? Bei Azura. Er braucht jede nur erdenkliche Hilfe. Er ist schon seit Jahren hinter den Uhlen her. Ihr glaubt, er irrt sich? Nein, aber ich glaube, dass er die Sache falsch angeht. Habt ihr eine bessere Idee? Die habe ich in der Tat. Wenn ihr diese schlüpfrigen Schlachterfische fangen wollt, müsst ihr sie erst zu euch kommen lassen. Wenn ihr nach Himmelsrand wollt, komm ich mit. Auf Solzheim war ich jetzt lange genug. Und wie kann ich sie dazu bewegen? In der Nähe des Tempels liegt ein Ahnengrab der Uhlen. Jemand hat am Altar im Inneren des Grabes eine Aschsüßkartoffel niedergelegt. Wenn ihr drinnen auf die oder den Unbekannten wartet, erhaltet ihr sicher einige der Antworten, nach denen ihr sucht. Warum habt ihr Adril nichts davon erzählt? Warum glaubt ihr, dass ich das nicht habe? Immer wenn Adril und die Redoran-Wache einen Zug machten, schienen ihnen die Uhlen einen Schritt voraus zu sein und sind einfach nicht aufgetaucht. Danke für den Rat. Dankt mir, falls es funktioniert. Bis dahin würde ich zu dem Grab gehen und dort warten, bis euer Besucher auftaucht. Warum legen denn mehr Aschsüßkartoffeln in ihren Gräbern nieder? Wenn die Dunmer jemanden zur Ruhe betten, verbrennen sie seinen Körper und führen ihn dann in die aschene Erde zurück. Da die Aschsüßkartoffel derselben Erde entstammt, symbolisiert sie Wiedergeburt und Erneuerung, das Ende und den Beginn eines neuen Lebens. Und warum hat Razer Morvan jemanden vom Haus Uhlen hinrichten lassen? Als Vilor Uhlen im Jahr 95 nach Rabenfels kam, wollte er die Kontrolle über unsere Stadt erlangen. Dieser Hund hat geglaubt, er könnte die Einheimischen gegen die Redoran-Wache aufhetzen und Razan Morwein dann unbemerkt ermorden. Vilo hat das alles im Alleingang geschafft? Er kam allein, verteilte im Volk aber genug Gold, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Die Hälfte der verdammten Stadt hat sich auf seine Seite geschlagen. Ist das denn zu fassen? Wie wurde Vilo gefangen genommen? Er hat die Redoran-Wache unterschätzt. Sie war gut organisiert und hat seinem Treiben schnell ein Ende gesetzt. Vilo wollte fliehen, aber wurde von Hauptmann Velet persönlich erwischt. Vilo Uhlen wurde kurz darauf hingerichtet und seine Überreste in das Ahnengrab der Uhlen gebracht. Das klingt mir alles ein bisschen zu einfach. Vielleicht ist auch eine Verschwörung.
Bräser ist hier zwar wieder willkommen, aber ich erwarte, dass sie genau wie alle anderen bezahlt. Ach, Bräser, muss ich noch Bescheid sagen. Ihr habt Rabenfels vom Verderben bewahrt. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Also das wieder ins Grab. Ich hoffe, wir begegnen hier draußen nicht zu vielen der Aschenbrut. Gehen sollen und da warten sollen, das klingt mir fast wie eine Falle. Also es könnte auch sein, dass da jemand auf uns wartet, oder? Aus dem Weg! Hier ist viel mehr los, seit sich das Blatt gewendet hat. Vielleicht bleibe ich doch noch ein Weilchen. So, wo ist denn die Pennerin hier? Dachlose. Verlassenes Gebäude. Severin anwesend. Da waren wir auch schon. Wo ist sie denn? Ja, wird spät, hier alles Bett wahrscheinlich, ja? Ja. Sie will in der Mine arbeiten. Ja, sieht gut aus. Euer Mitleid brauche ich nicht. Und seht mich nicht so an. Ich weiß, was ich bin. Ihr seid vor allen Dingen jetzt im Spucken in der Jederzeit willkommen. Nun, dann mache ich mal besser das, was ich am besten kann. Hier, das trage ich als Andenken an glücklichere Tage. Vielleicht findet ihr ja Verwendung dafür. Oh. Heiliger Dedrischer Bogen. Nicht schlecht. Wir sehen uns in den Minen. Macht auch ein bisschen mehr Schaden als normaler. Heilig heißt ja meistens nur Untote vertreiben. Ja, heißt ja auch nicht mehr. Untote bis zur Stufe 40 fliehen 30 Sekunden lang. Ja, bis zur Stufe 40. Hm. Okay. Wir sollten die Beweise aber prüfen, hat er gesagt, ne, die er uns vorlegt. Geldis Sabri hat mich darauf hingewiesen, dass jemand Aschsüßkartoffeln als Opfergabe im Uhlenangrab dargebracht hat. Dabei wohnt kein einziger Uhlen auf Solstheim. Er schlägt vor, dass ich mir das Grab in der Nacht ansehe, um die Identität des mysteriösen Besuchers herauszufinden. Hoffentlich ist er entweder der Attentäter selbst oder jemand, der mich zu dem Attentäter führen kann, der es auf Ratsherrn Morwein abgesehen hat. Ja, genau. Das denke ich mir auch. Dieser miese Kleine. Okay, wieder ab ins Grab. Falls es ein Attentäter sein sollte, wird er schon hier auf uns warten. Schauen wir mal. Was ist denn da? Achso, das ist nur der Fackelständer. Hey, langsam, Junge. Die Frage ist, von wo kommt der Typ? Aus dem Tempel? Falls er nicht schon hier ist. Das ist doch eine gute Ecke hier. Telly, ich glaube, du bleibst mal hier. Was ist unser nächster Schritt? Warte hier. Ihr wollt ohne mich vorangehen? Ja. Ganz wie ihr wollt. Bleib cool.
kommt da jemand. Also bis jetzt kein Schwein in Sicht. Tilisu Severin. Interessant. Ja, die waren schon völlig vom Radar verschwunden. Okay, Digga. Wir hauen hier ab. Seid ihr bereit aufzubrechen? Ja. Wird auch Zeit. In die Hocke mit ihr, du Knecht. Alles gut. Aber sieht die uns nicht. Nicht schlecht. Tilly kann doch ein bisschen schleichen. Ich habe gesehen, die Chitin-Rüstung, die er trägt, da sieht die Schwere genauso aus wie die Leichte. Also ich weiß nicht, ob der das schwer oder leicht anhat. Egal. Okay, das haben wir geschafft. So. Wo geht's denn hier raus? Ich glaube hier. Die Familie Severin steckt hinter den Angriffen. Den etwaigen Angriffen. Ist ja noch gar nicht gesagt, ob da hier was passiert. Das denkt er ja nur. Mal schauen. Das ist ja der Typ, der seiner Frau da fremd geht mit der Jungen, ne? Der Severin. Ja. Wir haben hier nicht viel Kontakt mit anderen. Es gibt Skaldorf im Norden, aber die Nord bleiben dort unter sich. Ich habe Tilisu Severin dabei erwischt, wie sie das Uhlenahngrab bei Nacht besucht hat. Merkwürdige Geschichte, denn sie gehört dem Namen nach nicht zur Familie Uhlen. Ich sollte dies sofort Adril Arano mitteilen. Ja, und der Adril, der ist hier in dem Morbeinhaus. Na, schauen wir mal. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Double halten. Hoffentlich konnte Geldis euch helfen. Habt ihr schon Fortschritte gemacht? Jawohl, Sir. Ich vermute, Tilisu Severin ist der Übeltäter. Tilisu? Seid ihr sicher? Ich habe sie im Uhlengrab gesehen. Geldis Plan hat also funktioniert. Immer wenn wir es versucht haben, kam niemand vorbei. Wenn Tilisu in irgendein Komplott gegen Ratsherrn Morwein verwickelt ist, brauche ich dafür konkrete Beweise. Dann durchsucht er ihr Haus. Solange ich keine konkreten Beweise habe, trete ich niemandem die Haustür ein. Wenn ihr euch wegen Tilisu irrt, würde hier schnell alles bergab gehen und die wirklichen Übeltäter könnten entkommen. Das kann ich mir nicht leisten. Und wenn sie nun versuchen, mich aufzuhalten? Wenn ihr die Beweise habt und dadurch in Gefahr geratet, würde ich erwarten, dass ihr tut, was getan werden muss, um zu überleben. Hier, dieser Schlüssel sollte die Vordertür des Anwesens öffnen, falls sie sie verschlossen haben. Viel Glück. Könnt ihr mir mehr über die Familie Severin erzählen? Tilisu ist die Frau des Familienoberhaupts Wendil. Sie haben nur ein Kind, ihre Tochter Miri.
Sie kamen vor 10 Jahren hier an und haben sich seither als echter Segen für Rabenfels erwiesen. Vorteil? In welcher Hinsicht? Sie sind ziemlich reich und haben sich der Gemeinschaft gegenüber bislang sehr großzügig verhalten. Sie brachten uns Geld, Lebensmittel, Vorräte. Und sie haben bei der Instandsetzung einiger Häuser der Stadt selbst Hand angelegt. Ist denn an Ihnen überhaupt nichts Ungewöhnliches? Manche finden den Altersunterschied zwischen Miri und ihrem Vater ungewöhnlich niedrig. Aber das ist wohl kaum Grund zur Besorgnis. Findet einfach konkrete Beweise. Eine Anschuldigung ohne Beweise würde mich zum Gespött der Kolonie machen. Hast recht. Seid vorsichtig. Wenn Severin uns verraten hat, werden sie gut gerüstet sein. Wenn ihr Vorräte sucht, solltet ihr mit Fedi. Wir dürften spät haben in der Nacht, oder? Oder früh im Morgen. Ja, sehr früh. Uns beeilen, kriegen wir das noch hin. Reinzuschleichen, während die schlafen. Hoffentlich pennen die auch. Müssen da irgendwo Beweise rumliegen hier. Ach du Scheiße. Was denn jetzt? Wieso warten die mit gezückten Klingen auf uns? Haben uns aber noch nicht gesehen. Ja, toll. Was machen die denn da? Wir versuchen mal durchzukommen. Schluss Was? Mit dem Versteckspiel, Feigling. Ich ihr werde dich nicht lange lange Fuck. Moduranischer Schuss. Was macht ihr denn da? Ich glaube, das war ein Fehler. Das war zu einfach und irgendwas stimmt hier nicht. Ich hoffe, wir begegnen hier draußen nicht zu viel. In der Aschenbrut. Ja, wollen wir hoffen, dass die jetzt ein bisschen Dreck am Stecken hatten. Sonst haben wir hier vielleicht ein kleines Problem. Waren das nicht 3? Oder war das der Dremora? Ja, der war das. Hauptsache ein Trollschädel am Nachttisch, ne? So, gib mir erstmal euer Gold. Ja, jetzt können wir wieder ein bisschen einkaufen hier. Eisen werden wir viel brauchen, wenn wir unser Haus bauen, unser eigenes. Deswegen nehme ich jetzt mal dieses normale Zeug auch mit. Eisen, Stahl und so weiter. Blähstaub, Frostsalze.
Matze. Dramawurzel, Mammutstoßzahn, rauer Wulstling. Das wird unser neues Heim hier. Ist doch klar, hier gibt's alles. Ja. So, jetzt kommt der Moment, wo die Kuh das Wasser lässt. Der Familientresor. In Sachen Ulen. So, erstmal das Gold. Edelsteine. Amulett von Zenita. Ja, das ist eigentlich Crap, aber... So, in Sachen Ulen. Finde Beweismittel im Severin-Anwesen. Bringe die Beweismittel zu Adril Arano. Ja, aber ich glaube, die lesen wir erstmal, ne? Nee, das war nix. So. Zack. Leder werden wir wahrscheinlich auch gebrauchen gleich. Den brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Säbelzähne bräuchten wir. Weil ein Säbelzahntiger hat, wäre gut. Wenn ihr nach Himmelsrand wollt, komme ich mit. Auf Solstheim war ich jetzt lange genug. Ich weiß. Hast du erst 10.000 Mal gesagt. So. Wir lesen die aber erstmal selbst, die sogenannten Beweise. Ich hoffe, dass sie es auch sind. In Sachen Ulen. Werter Ratsherr Saldin, ich glaube, dass wir in wenigen Tagen bereit sein werden. Unsere in der Aschenbrachen-Zitadelle verborgenen Truppen haben Tag und Nacht trainiert und sind bereit zuzuschlagen, sobald wir ihnen das Zeichen dafür geben. Da Hauptmann Velet durch die Angriffe der Aschenbrut abgelenkt ist, scheint der Zeitpunkt perfekt zu sein. Ich habe fast 10 Jahre gewartet, um mich an Leryl Morwein für den Tod meines Vorfahren zu rächen, und ich sehne den Moment herbei, in dem meine Klinge ihm die Kehle durchschneidet. Mit meinem nächsten Brief werde ich euch seinen Kopf in einem Sack schicken. Stellt ihn voller Stolz im Haus Halalu zur Schau, Bruder. Wendil Ulen. Ratsherr Saldin? Ist das nicht der jetzige sogar? Das siehst du ja, der steckt da unter einer Decke mit dem. Das heißt, wir gehen direkt gegen den Obersten vor. Das wird ja lustig. Aber ich hatte nicht die Wache hinter sich. So. Aldrin, wo bist du denn jetzt schon wieder? Wahrscheinlich genau beim richtigen Mann. Beim obersten Ratsherrn. Der hinter diesem ganzen Dilemma steckt. In der Mine. Kann ich euch helfen? So, nee, Fackel brauchen wir nicht. Habt ihr auf dem Severin-Anwesen Beweise gefunden? Ja, die haben wir. Dann haben wir sie endlich. Jetzt müssen wir sie nur noch schnappen und ihrer gerechten Strafe zuführen. Sie werden wohl kaum einfach so aufgeben. Ich glaube, die haben schon aufgegeben. Gut. Ich werde 2 der besten Mitglieder der Redoran-Wache auf sie ansetzen. Helft ihnen auf jede nur erdenkliche Weise. Ich mache mich sofort auf den Weg. Das würde ich euch raten. Von diesen Verrätern darf keiner entkommen. Ja, die sind doch schon Gulasch. Warum haben die Ulen ein Grab in Rabenfels? Vilor Ulen war nicht der erste Ulen in Rabenfels. Sein Vater, Valin Ulen, war einer der ersten Dunmer, der hier siedelte.
Im Gegensatz zu seinem Sohn Vilur hatte Valin ein gutes Herz. Er trug seinen Teil zur Gemeinschaft bei und war recht angesehen. Als Valin starb, stellte seine Familie die Mittel zum Bau des Grabes bereit. Aber ihr habt mir gesagt, Haus Hlalu wurde mit Missfallen betrachtet. Dass die Ulen zum Hause Hlalu gehörten, spielte keine Rolle. Es ist Sitte der Dunmer, die Asche ihrer Toten in Ahnengräbern zu begraben. Valin Ulen und die Überreste seines Sohnes wurden dort zur Ruhe gebettet, weil es sein Wunsch war. Das ein Hin und Her. Die Aschenbrachen-Zitadelle ist schon seit langer Zeit verlassen. Seid auf alles vorbereitet. Reisen über das Bollwerk hinaus sind dank eures Sieges bei Festung Frostmotte viel sicherer. Es freut mich, dass es euch gut geht. Ich schicke niemanden gerne in Durch eure Taten habt ihr euch hier euer Bürgerrecht verdient. Für mich werdet ihr immer zu uns gehören. Ob ihr zu Besuch hier seid oder um zu bleiben, unsere Bürger werden euch mit offenen Armen aufnehmen. Ja, wie wär's denn mal mit einem kleinen Häuschen? Ja, wieso müssen wir denn jetzt noch auflauern? Die sind schon alle erledigt. Was ist das noch mehr? Verschwörer. Ich hoffe, wir begegnen hier draußen nicht zu vielen der Aschenbrut. Triff dich mit der Redoran-Wache. Ach so. Das meinen sie. Ja, okay. Die ganzen Einheiten, die da jetzt stationiert sind. Okay. Gut, da würde ich sagen, gehen wir zu Fuß Richtung verpilztem Dorf. Tel Itrin. Und dann mal gucken, ob die Verona hier irgendwo niedergeknüppelt wurde. Dann scheint das ja der richtige Weg zu sein, ne? Da würde ich sagen, wir mal zwischendurch mal einen kleinen Quickie. Mal gucken, ob die irgendwo in der Botanik liegt hier. Da sind schon wieder Magier. In einem kleinen Duell. Wache liegt immer noch hier rum. Die liegt schon wieder neu da mit neuen Klamotten. Feuerwerk. Das wird lustig. So, dann nehmen wir nehmen wir denn dazu? Hä? Schwert der Klingen. Aber irgendwas fehlt uns hier. Irgendwie falsch unsere Klamotten an. Eigentlich nicht. Sauber. Die sind schon mal ein bisschen eine Ecke einfacher geworden als das letzte Mal.
So, wir werden wieder auf dem Weg bleiben. Zurück oder zurückgehen, denn falls die Verona hier oder Barona oder wie die heißt hier überfallen worden ist, liegt die garantiert hier irgendwo. Obwohl, hier gibt es ja gar keinen richtigen Weg eigentlich. Oder führt der oben rum am Grab vorbei? Ja, ich glaube, der muss nicht immer einen Dremora rufen, ne? Schon wieder so ein Zweigling. Ja, wir brauchen Training. Ah, yeah. Einmal komplett weg. Ach so, der zieht von hinten an Frostschaden drüber. Hä? Genial. Alles klar, Junge. Schade, dass der nicht eine Leiche hinterlässt. War das nicht vorher so? So konnte man noch schön die Dedra-Herzen farmen. Ja, wenn ihr nach Himmelsrand wollt, komm ich mit. Auf Solstheim war ich jetzt lange genug. Aber hier waren wir doch vorher. War hier doch kein Boot hier. Äußerst merkwürdig. Amulett von Mara. Das finde ich geil, dass die Leichen hier strömungsgerecht irgendwie angetrieben werden. Oder sogar hinausgezogen werden aufs Meer. Das ist ja... Haben wir letztens gesehen. Dass wir was denn jetzt? Erdbeben? Das war nicht schlecht. So, Verona. Wo liegst du? Wo bist du? Wer hat denn da angelegt? Wieder neue Aschenbutter? Hey. Wir haben die Burg doch geklärt. Was soll das denn jetzt? Kommt so immer neu, ha? Tja. Na dann. So, da ist das Pilzdorf. Aber wir werden, glaube ich, mal oben rumgehen. Die Verona wird wahrscheinlich nicht unten am Meer lang gehen. Aber so einen richtigen Weg gibt es ja hier eigentlich auch nicht.
Da läuft eine ganze Horde Leute. Jäger? Wahrscheinlich Jäger, die Jagd auf den Netz machen. Na, das schauen wir uns mal an.